Du liebst die Nordsee, weißt, wie wichtig all unsere Meere sind und willst sie schützen? Vor Plastikmüll zum Beispiel, denn davon gibt's immer noch viel zu viel. Gotback, eine Firma aus Mainz, kümmert sich darum, dass das Zeug eingesammelt wird. Nicht hier, sondern in Indonesien. Da ist das Problem noch viel größer und da landet auch so mancher Plastikmüll aus Europa. Bei Cleanups haben sie dort inzwischen 1 Million Kilo Plastik eingesammelt und so dem Meer etwas Gutes getan. Was machen die von Gotback mit dem eingesammelten Zeug? Ocean Impact Plastic nennen sie das. Sie verwerten es, machen daraus richtig coole Sachen. Rucksäcke, Koffer, Taschen, stylisch und total angesagt. Damit unterwegs zu sein, ist ein Statement. Gotback, weltweit der erste Rucksack, der aus Ocean Impact Plastic hergestellt ist. Guck dir gleich mal die Kollektion an. www.got-bag.com. Mit dem Code Nordsee10 bekommst du zurzeit 10% Rabatt. Dann bist du stylisch unterwegs und unsere Meere freuen sich. Das war Werbung. Und jetzt geht's direkt zum Nordsee-Podcast. Der Nordsee-Podcast mit Bärbel Fehning, Inseln, Watt und Meer entdecken. Moin und herzlich willkommen zur 90. Folge des Nordsee-Podcasts. Heute möchte ich mal Danke sagen für die vielen, vielen Zuschriften, die ich von euch bekomme. Mails, in denen ihr mir einfach nur kurz Danke sagt für eine Podcast-Folge, die euch gut getan hat oder die spannend für euch war. Vielleicht schickt ihr mir einfach nur einen kurzen Gruß aus der Ferne und erzählt mir eure Beziehung zur Nordsee. Ich lese alle eure Mails, ich freue mich total darüber und meistens antworte ich auch. Aber ich glaube, mir sind auch 2, 3 Mails durchgegangen. Tut mir leid an dieser Stelle, manchmal schaffe ich es einfach nicht. Aber jetzt gab es eine Mail, die ich mit euch allen teilen möchte, denn die Schreiberin hatte ein konkretes Anliegen. Sie überlegt, auf eine Insel oder vielleicht sogar auf eine Hallig zu ziehen und fragte, wie man sich darauf vorbereitet, was man vorher bedenken sollte. Und dann habe ich gedacht, naja, dieses Thema treibt ja zumindest im Urlaub an der Nordsee sicher manch einen um. Wie wäre das überhaupt, hierher zu ziehen? Und dann habe ich Kontakt zu Matthias Piepgras aufgenommen. Der kam gerade erst vor einigen Folgen Land unter auf Hallig-Hooge hier im Podcast vor. Der ist selbst zugezogener, zwar schon vor Urzeiten, aber trotzdem weiß er genau, was es bedeutet, auf eine Hallig zu ziehen. Und der kennt den Alltag dort und der kennt auch das Denken von Touristen. Also, wenn ihr es überlegt, lasst euch überraschen, was für Tipps er euch gibt. Und auch sonst, finde ich, bekommt man in dieser Podcast-Folge einen unglaublichen Einblick in das Leben auf einer Insel oder auf einer Hallig. Moin, Matthias. Moin. Wann warst du denn zuletzt am Meer? Wann ich zuletzt am Meer war? Ja, ich gucke da jetzt drauf. Ach, hast du es also, gut. Ich will auch. Ich müsste 30 Meter gehen und dann bin ich direkt am Meer. Dann bist du schon im Meer fast, ne? Dann bin ich im Meer schon fast, ne? Und ansonsten gucke ich hier schräg nach Amrum rüber. Ach, hast du es gut. Wir haben ja kürzlich eine Folge gemacht, Landunter auf Hallig-Hooge. Und ich habe ja weitere Landunter-Folgen gemacht, weil die bei den Hörerinnen und Hörern des Podcasts total beliebt sind. Und nach einer Folge kriegte ich eine Mail, die ich dir mal kurz vorlesen möchte. Also einen Teil daraus. Also die hat sich bedankt für diese tolle Landunter-Folge. Und die schreibt dann, und um diese Mail zu beantworten, machen wir jetzt einfach diese Podcast-Folge, weil du bist da der Experte. Also, sie schreibt, in mir ist eine Sehnsucht nach der weiten, rauschenden Nordsee. Immer wieder träume ich davon, auf eine Insel auszuwandern, zum Beispiel auf Helgoland oder auf eine Hallig. Ich wünsche mir einen Podcast dazu. Was muss ich dafür innerlich mitbringen? Wenn ich ein reizoffener, introvertierter Mensch bin und es mir immer am Meer so richtig gut geht, ist das nur der Urlaubseffekt oder ist das, weil ich mich dort wirklich wohlfühle aufgrund des Klimas und der entspannten Menschen dort? Wie gehe ich vor? Zuerst Wohnung und dann Arbeitsstelle oder umgekehrt?
Wie sind die Arbeitszeiten und Arbeitsbedingungen dort? Wie verdienen die Menschen dort ihren Lebensunterhalt? Wie funktioniert das Gesundheitssystem, weil es auf einer Insel oder auf einer Hallig ja kaum Ärzte gibt? Was passiert, wenn man sich mit den Inselbewohnern oder den Halligbewohnern streitet? Dann läuft man ihnen ja jeden Tag über den Weg. Oder ist auf einer kleinen Insel oder auf einer Hallig die Streitkultur und das soziale Miteinander anders als auf dem Festland? Das sind eine ganze Menge Fragen, Matthias. Und die dröseln wir jetzt mal in der Reihe nach auf. Das ist jetzt ein Podcast, der ungefähr 1,5 Stunden wird, oder wie lange? Ja, wir können daraus 2 oder 3 Folgen machen. Ich habe gedacht, Du bist Experte. Du bist durch und durch Halligmann, aber du hast deine Wurzeln auf dem Festland. Und du bist ja auch irgendwann auf die Hallig gezogen. Ja, also das Erste, was so auftauchte, war Sehnsucht, Traum. Also auf eine Hallig zu ziehen, auf eine Insel zu ziehen, das hat mit Traum überhaupt nichts zu tun. Die richtige Antwort darauf ist wirklich schwer und man muss da echt differenzieren. Viele haben die Sehnsucht, ans Meer zu gehen und das ist auch gut so. Das haben übrigens auch die ganzen Ringelgänse. Ich gucke jetzt gerade draußen, sind ganz, ganz viele Ringelgänse. Ja. Und ich versuche meinen Gästen immer zu erklären, die hier so bleiben wollen, sage ich, ihr Lieben, wenn alle hier bleiben wollten, die mir das sagen, dann wäre das irrevoll. Und wir halten das eher so wie mit den Ringelgänsen. Wir freuen uns, wenn sie kommen und es ist auch schön wieder, wenn sie gehen. Mhm. Sich hier nähren und dann dorthin gehen, wo sie dann ihren nächsten Platz haben. Das ist ja unmöglich. Alle, die Sehnsucht haben und den Wunsch, auf die Hallig zu ziehen, können hier gar nicht her, weil dein Fragesteller hat da wirklich, oder Fragestellerin hat da wirklich einfach so diese Sachen aufgeschrieben, die wirklich auch schwierig sind. Wohnen, Arbeitsstelle, das Soziale, was auch nicht zu unterschätzen ist, medizinische Versorgung, also die Fragen passen in das Projekt rein, wie ich versucht habe, hier Politik zu betreiben. Arbeit, Wohnen, Bildung, Soziales und medizinische Versorgung. Diese 5 Punkte muss man immer gleichzeitig bedenken. Und wenn ich Ihnen dann das aufzähle, was hier eigentlich so schwierig ist, das heißt alleine die Arbeitsstelle. Was will jemand denn hier arbeiten? Auf den Halligen haben wir eigentlich Deicharbeiterstellen. Wir haben Stellen im Rettungsdienst oder bei den Gemeinden. Die Stellen sind auf die Jahrzehnte erst einmal ziemlich belegt. Ab und zu kommt mal eine Stelle dazu, vielleicht eine halbe. Mhm. Da muss man sich vorstellen, wie wird hier bezahlt? Eine halbe E5-Stelle sind so 800-900 €. Da kommst du nicht weit mit. Wird man damit leben können? Da kommst du nicht weit mit. Nee. Ja? Gibt es keine Stellen im Bereich des Tourismus, also Gastronomie zum Beispiel, Putzen von Ferienwohnungen? Aber das können nur zusätzliche Jobs sein, oder? Das gibt es schon. Aber es ist oftmals so, dass die Stellen Halbjahresstellen sind. Mhm. Wir haben hier keinen Ganzjahrestourismus in der Gastronomie zum Beispiel und es gibt keine Ganzjahresarbeitsstellen. Deswegen muss man sich immer darauf einstellen, ein halbes Jahr hier wohnen, dann wird man untergebracht bei demjenigen, der die Gastronomie hat. Mhm. Das ist in Zimmern in der Regel. Die Unterbringung ist nicht so, als wenn ich hier als Gast hierher komme und mir eine Ferienwohnung miete. Mhm. Und die Realität sieht oft ganz, ganz anders aus. Und das alles zu bedenken, allein solche Sachen wie, komme ich als Familie her, komme ich als Einzelperson hierher, da sind so viele Probleme mit verbunden, dass ich oftmals immer ein bisschen skeptisch bin und sage einfach so, wo die Sehnsucht und der Traum da ist, da wird das schwierig sein. Diese Leute sind in der Regel, nach einem Jahr haben sie vor mir gesessen und gesagt, mit fast Tränen in den Augen, ich möchte hier gerne wieder weg. Echt? Woran sind Sie denn gescheitert? Was sind denn dann die Schwachstellen, wenn man das tatsächlich diesen Schritt macht? Also auch das Soziale ist nicht ganz einfach. Es ist, auch das ist einfach so eine Verklärung, ein bisschen davon leben wir ja auch, dass wir hier alle eine Gemeinschaft sind, dass wir hier alle zusammenhalten und jeden Tag trinken wir zusammen Tee
und laufen mit Tracht rum und so weiter. Das ist eine echte Verklärung. Mhm. Wir sind hier kein Museum, sondern hier ist das Leben auch im sozialen Bereich durchaus echt hart. Weil direkte Freundschaften sind sehr, sehr selten. Gibt es hier gar nicht so sehr. Und die Streitkultur ist auch besonders. Was heißt das denn? Ja. Besonders ist ja schon besonders diplomatisch ausgedrückt, oder? Ja, ich muss natürlich diplomatisch sein in diesem Punkt. Klar, du lebst auf der Hallig und du willst da auch weiterleben, ja. Ja, obwohl man muss hier auch seine Meinung haben können und man muss auch seine Unabhängigkeit bewahren. Also ich habe jetzt keine Angst, einfach auch das auszusprechen, was ich wirklich denke. Mhm. Aber ich muss natürlich auch die unterschiedlichen Dinge beleuchten können. Das heißt also, streiten ist, wie die Frage wirklich so war, man streitet sich hier oder es passieren noch schlimmere Dinge und dann trifft man sich am nächsten Tag am Anleger wieder. Mhm. Und das muss man aushalten können. Du kannst ja nicht aus dem Weg gehen, ne? Na, man kann hier diesen Sachen nicht aus dem Weg gehen. Obwohl, eigentlich muss ich dazu sagen, eine wirklich gute Streitkultur gibt es hier nicht wirklich. So wie man das einfach so kennt, dass man sich ein Thema bis zum Ende durchdekliniert. Das ist hier wirklich sehr schwierig. Weil man braucht den anderen ja eventuell auch. Also sagt man das nicht alles, was man denkt. Zumal die Nordfriesen sowieso nicht immer so viel sagen, ne? Nee, also es gibt einen Punkt, an dem man sich gewöhnen muss, dass Loben in Nordfriesland verbunden ist mit das höchste Lob, sage ich immer, ist nicht schlecht. Das heißt also, es ist immer auch eine, ja, es sind immer auch eine Negation mit. Ja, ja, ich weiß. Ja, auf den Halligen zu leben, es ist wirklich einfach so, es ist oftmals eine Verklärung. Mhm. Natürlich ist es in Situationen, aber das hat man überall, da wenn von außen eine Gefahr kommt, dann heilt man schon auf der Warf zusammen. Okay, ja, wenn von außen eine Gefahr kommt, klar. Wenn von außen, aber das ist ja eine ganz typische ganz Sache. Typisch. Einfach so für, ja, das ist, findet überall statt. Mhm. Wenn von außen eine Gefahr kommt, dann hält man zusammen und redet wieder, auch wenn man 10 Jahre vorher nicht miteinander geredet hat. Aber dann auf einmal hilft man sich und redet. Und doch ist es einfach so, das muss man sich auch so ein bisschen so vorstellen, weil ich sagte vorhin, direkte Freundschaften sind echt schwierig, weil zur Freundschaft gehört ja auch so etwas wie sich offenbaren können einem Freund. Mhm. Und das kann auf einer Hallig, auf einer Insel, kann das ein bisschen, je kleiner die Insel ist, kann das gefährlich werden, wenn jemand etwas über mich weiß, was er eventuell nachher gegen mich verwenden kann. Echt? Ja, das kannst du dir doch vorstellen. Wenn du nur einfach deinen Nachbarn nimmst und du sagst ihm etwas und jetzt zerstreitet ihr euch, dann könnte das doof sein, wenn er damit an die Öffentlichkeit geht. Mhm. Ja, ich weiß. Mhm. Und je kleiner auch eine Hallig ist, alle stellen sich ja auch einfach so vor, dass die kleinste Hallig, die wir hier haben, dass das also ganz, ganz toll sein müsste. Ja, wäre schön, wenn alle sich vertragen würden und an einem Strang ziehen, dann könnte es wirklich ein Paradies sein. Aber es ist ja sonst auch nicht so, ne, im Leben, oder? Nee. Mhm. Und deswegen, ich sage das so offen, weil wir so häufig, ich habe ja auch an diesem Programm, dass wir Neubürger nach Hallig-Hooge kriegen, habe ich ja lange dran gearbeitet. Und weil da auch viele Enttäuschungen mit verbunden sind. Mhm. Und das sollte man vorher auch deutlich ansprechen. Denn diejenigen, die kommen, die geben ja auch was auf. Mhm. Und hinzu kommt einfach ein Problem, dass die Hallig-Leute müssen auch verstehen, wenn man neue Bürger haben möchte. Und das war ja bewusst auch so, dass wir neue Bürger hier brauchen. Da kommen ja keine 15-Jährigen, sondern da kommen 40, 50-Jährige und die haben ihr Leben und ihre Sachen ja auch auf dem Festland schon gehabt und haben dort überall mitgeredet und sind keine jungen Leute mehr, sondern die müssen von ersten Tag an auch mitreden können. Mhm. Und das wird gar nicht so gerne gesehen oftmals. Weil man nie wirklich reinkommt und nie wirklich dazugehört, sondern weil man immer fremdschied bleibt.
Ja, das ist einfach so direkt zu den ganz alt eingesessenen, aber das ist auch nicht anders. Auf der Alm oder in den Bayern, ja, in den Dörfern ist es genau das Gleiche. Wer zugezogen ist, wird nie ein richtiger Hoger werden in dem Augen der Alteingesessenen. Das ist wirklich so, damit muss man umgehen können. Das muss einem egal sein, dass so auch über jemanden geredet wird. Wenn man anfällig ist, dass Leute über einen reden und eventuell auch nicht gut über einen reden, und ich werde immer wieder gefragt, wie das Leben denn hier ist, und dann sage ich, vom Klima her, ja, das ist eine Sache, aber dafür, wenn es draußen stürmt und schneit oder was auch immer, dann gehe ich nach innen, freue mich, dass die Häuser innen hohl sind, aber das Schwierige ist hier, die Menschen sind so rau, wie das Klima sind, im Umgang miteinander. Und das macht es oftmals wirklich schwierig. Die sind nicht herzlich und halten dir die Tür auf und sagen, komm rein, trink einen Kaffee, lass uns quatschen, sondern jeder muss aufpassen, dass der andere nicht zu viel von einem mitkriegt, weil er es gegen einen selbst verwenden könnte. Das ist jetzt die ganz große Schwierigkeit. Verallgemeinern kann man das nicht unbedingt. Okay. Auf jeden Fall wird einem das begegnen, bei dem einen oder anderen. Natürlich gibt es auch Leute, die das mit offenen Armen empfangen. Das hängt immer auch davon ab, ob man den mag oder nicht mag, aber das ist wie überall. Man muss bloß damit rechnen, dass das eine oder andere auch über einen gesagt wird, obwohl die Leute einen gar nicht richtig kennen. Und das muss man aushalten können. Ja, da darfst du gar nicht drauf eingehen, ne? Damit zeigst du dich doch schon wieder verwundbar. Genau. Aber die meisten sind einfach, habe ich ja schon gesagt, jedes schlechte Wort, was hier insgesamt über jemanden gerichtet wird, wird irgendwann auch mal dich treffen. Ja. Und dann musst du das aushalten. Das hat mir niemand geglaubt, aber so viele haben vor mir gesessen, auch von Alteingesessenen, haben gesagt, das ist doch nicht wahr, das stimmt doch alles nicht und so weiter. Ich sage, ja, das kommt davon, dass man überhaupt solch eine Kultur hat. Wir müssten die Kultur ändern, um eigentlich wirklich viel, viel offener zu werden. Aber das ist ein wirklich schwieriges Unterfangen. Ich merke, dass du ruhiger wärst. Ich hoffe nicht, dass ich alle Leute demotiviere. Das ist nicht damit gemeint. Nur einen realistischen Blick zu entwickeln, ist schon hilfreich, um überhaupt hier landen zu können. Es ist keine heile Welt, wo ihr nur in Trachten unterwegs seid und euch alle gut versteht, sondern das Klima ist rau und die Menschen sind rau. Ich finde, das trifft es ganz gut. Ja. Mhm. Und damit muss man wirklich umgehen können. Und das ist nicht für jedermann etwas. Ich habe mal in einer Fernsehsendung saßen ein junges Pärchen von mir und ich war sehr und habe sie auch mit meinen Zweifeln konfrontiert. Das fanden wie viele vielleicht, deswegen ist es so eindrücklich gewesen, weil man das eigentlich nicht so machen sollte. Aber nach einem Jahr waren alle Bemühungen von uns, einen Arbeitsplatz zu besorgen und so weiter, waren zunichte, weil das Paar sich dann getrennt hat. Auf einmal waren die dann beide verschwunden. Und das war, auf meiner Seite war das wirklich sehr viel Anstrengung, einen Arbeitsplatz beim LKN zu besorgen. Es hatten auch viele dort Bedenken. Und auf einmal saß ich da. Und deren Vorbehalte hatten sich dann bestätigt. Das war natürlich ein bisschen peinlich für mich. Und bei dem einen oder anderen hat es funktioniert. Hat auch was damit zu tun, dass das mit der Arbeitsstelle klappt, dass es mit dem Wohnen klappt. Oftmals ist es dann so, dass das Soziale oft schwierig ist. Das sind meine Beobachtungen. Also trotzdem sucht ihr auf der Hallig neue Halligbewohner. Was muss man denn dann mitbringen? Man muss sich darauf einstellen, auf diese raue Lebenswirklichkeit, auf diese rauen Bedingungen. Und wie geht man dann vor? Erst Arbeit, weil es so schwierig ist, einen Arbeitsplatz überhaupt zu kriegen. Und wenn das nicht klappt, dann lieber die Finger davon lassen? Ja, kann man einfach so sagen. Also wenn man keine Arbeit hat, wovon will man leben? Und es gibt ja, ich hatte auch sehr viele Anfragen einfach von Älteren. Da war ich immer sehr durch die Blume deutlich, weil ich gesagt habe, es kann nicht Ziel und Aufgabe der Gemeinde sein, dass Leute mit hierher kommen und ihren Lebensabend hier verbringen wollen. Denn Gemeinde muss ja Interesse haben, dass hier junge Leute herkommen, die
das Sozialwesen ein Stückchen weiter nach vorne bringen. Also in der Feuerwehr sind, hier und da bei helfen und so weiter. Das kann ja nur gemeindliches Interesse sein. Mhm. Dass das Sozialwesen auch gut ist. Wenn 70-Jährige herziehen, ich werde auch bald 70, jetzt übertreibe ich ein bisschen, aber dann muss man zusehen, dass man eine gute ärztliche Versorgung hat. Die haben wir hier aber nur begrenzt. Und deswegen sage ich, habe ich ihm das immer deutlich gemacht, das kann nicht das Bestreben sein, das muss jemand privat irgendwie für sich organisieren, aber als Gemeinde würde ich dabei nicht helfen wollen. Ja, genau. Also das sehe ich auch so bei den anderen Inseln. Ich weiß, dass eine größere Nachbarinsel viel in diesem Bereich früher gearbeitet hat und gesagt hat, okay, denn wenn Zweitwohnungen hier belebt werden, zumindest die Häuser werden dann einfach so wie auch immer gefüllt. Wie gesagt, das ist genau der verkehrte Weg. Alt werden wir alle zusammen von ganz alleine. Mhm. Kann niemals von Gemeinde einfach so ein Programm, also das würde ich fast falsch finden, einfach, man sagt einfach so, Rentner kommt alle hierher. Mhm. Ja, da haben wir ganz neue Probleme. Dann brauchen wir eine gute ärztliche Versorgung und die ist auf Inseln und Halligen begrenzt. Ja. Da muss man ganz ehrlich sagen. Wir haben hier einen Rettungsdienst 24/7. Das ist schon mal ein wahnsinniger Erfolg und wir haben alle 14 Tage kommt ein Arzt hierher. Auch tatsächlich, es kommt ein Arzt auf die Hallig. Das ist ja auch schon mal gut. Ja, aber ein Allgemeinmediziner. Genau. Alle 14 Tage macht die eine Sprechstunde. Das ist ein wirklicher Erfolg. Das gab es früher nicht. Das ist schon mal eine ganz tolle Sache. Aber mein jetzt 88-Jähriger oder bald 90-Jähriger, ich weiß gar nicht genau, Nachbar hat irgendwann, er ist jetzt von der Hallig gezogen, hat irgendwann mal den Satz geprägt, alt werden auf der Hallig ist scheiße. Mhm. Passt eventuell nicht so in so einen Podcast rein, aber es ist definitiv so. Manchmal braucht man, um zum Arzt zu kommen, 3-4 Tage. Mhm. Winterfahrplan. Und es ist alles mit ziemlichem Aufwand verbunden. Und im Alter braucht man Ärzte und dann wird es einfach schwierig. Ja, dann ist man auch nicht mehr so flexibel. Genau. Habt ihr denn immer alle ein Zimmer auf dem Festland oder müsst ihr euch denn da eine Übernachtung mieten? Also ich meine, das wird ja auch teuer dann, ein einzelner Arzttermin. Ja, das kann das sein. Mhm. Auf der anderen Seite, es gibt durchaus auch Hallig-Leute, die eine zweite Wohnung auf dem Festland haben, aber wohlweislich, auch wenn es nur eine kleine ist, aber Arztbesuche können durchaus einfach auch einen 2-3-tägigen Aufenthalt auf dem Festland bedeuten. Gut, Fachärzte, besondere Untersuchungen, sowas alles, MRT, CT, was es alles gibt irgendwie, das musst du alles auf dem Festland machen, ne? Ja. Ne? Also diese 14-tägige Besuche des Arztes ist schon ein Wahnsinnsfortschritt. Mhm. Ja. Zahnarzt, Zahnschmerzen, ab aufs Festland. Ab aufs Festland. Mhm. Kinder, die so viele Untersuchungen haben, Impfungen, weiß der Teufel, was man da alles machen muss, diese ganzen U-Untersuchungen, jedes Mal zum Festland. Ab aufs Festland, ja. Okay, ganz schön anstrengend. Also das ist nicht, das sind einfach auch Realitäten, die man nicht außer Acht lassen darf. Mhm. Man lernt damit zu leben hier, aber für Neubürger ist es einfach so, die müssen das natürlich wissen. Ja, das ist ja ein ganz anderer Rhythmus. Man muss ja auch wahrscheinlich ganz anders planen, ne? Und alles, was man machen muss, muss man genau überlegen. Und wie oft fährt man denn eigentlich ans Festland, auch um einzukaufen zum Beispiel? Oder bestellt ihr inzwischen ganz viel? Oder liefern die überhaupt auf die Hallig? Amazon? Ja, wir haben eine Poststelle hier. Mhm. Ein Postbote, der die Post bringt. Der arme Kerl hat jetzt wirklich ein bisschen mehr, gerade in den letzten 2 Jahren, wesentlich mehr zu schleppen, weil es wird natürlich viel bestellt. Mhm. Wir haben hier einen Kaufmann, einen kleinen Edeka-Markt, der wirklich gut bestückt ist. Mhm. Das heißt also, für bestimmte Sachen brauche ich nicht unbedingt aufs Festland. Aber einmal im Monat fährt man sowieso aufs Festland. Es gibt Leute, die fahren einmal in der Woche zum Festland. Mhm. Und selbst wenn man in der Politik tätig war, so wie ich, ich bin oftmals 3 Tage die Woche auf dem Festland gewesen. Das ist auch aufwendig.
diese Tage sind super anstrengend. Dann geht das Schiff im Sommer morgens um 8 hier weg und man ist abends um 7 wieder hier. Und das sind durchaus sehr anstrengende Tage, weil in der Zeit, wenn man auf dem Festland ist, da muss man seine ganze Liste abarbeiten. Das heißt, irgendein Arzttermin, Besorgung von anderen. Ach so, von anderen auch. Du fährst zum Festland, bringst du mir nochmal eben das aus dem Baumarkt mit, oder ja. So läuft das dann? Ja, oder man, genau. Oder man kriegt auch unterwegs, wenn man unterwegs ist, noch Anrufe, bring mir mal ein Pott Farbe mit. Ich sage, ja, du Witzbold. ja, blau. Es gibt 100.000 Blaus, was soll ich denn da mitbringen? Blau ist ja auf der Hallig, auf Nordfriesland ist das ja sehr angesagt, ja. Weiß-Blau. Und das sind so Sachen, wo ich sage, ruf an bei dem Laden, wo ich hinfahren soll, bestell das, die sollen am Tresen hängen, ich spring rein, hole es und dann geht's weiter. Die kennen die Bedürfnisse der Hallig-Leute, ne? Dass ihr keine Zeit habt und dass ihr das nur pick and collect oder so. Ja. Also man kann selbst bei Aldi an der Kasse stehen, und das, man weiß, das Schiff fährt und so weiter. Und wenn man dann in Bred steht, einfach sagt, oh Leute, könnt ihr mich bitte vorlassen? Ich muss mein Schiff nach Hoge noch kriegen. Da hat auch da fast jeder Verständnis. Ja, Wahnsinn. Ja, aber wehe, einer kennt den Fährplan und das stimmt nicht. Ja, ja, okay, das glaube ich. Ja, natürlich, das ist schon so, dass man, wenn man dann auf dem Festland ist, und nicht übernachten kann dort, einfach so, dann ist das schon, diese Tage sind super anstrengend, ja. Mhm. Wie ist das eigentlich? Kriegt ihr verbilligte Fährfahrten, ihr Halligbewohner? Ja, also wenn man die Karten hier kauft, also von Hoge zum Festland fährt, dann haben wir Vergünstigungen. Mhm. Was ich auch ganz richtig finde. Ja, natürlich. Ja. Schule haben wir eine eigene Podcast-Folge mal zu gemacht, wollen wir aber der Vollständigkeit halber auch kurz ansprechen. Es gibt eine Schule auf der Hallig für die Jahrgänge 1 bis 10. Daran hat sich nichts geändert, ne? Daran hat sich nichts geändert. Es gibt es auf den großen Halligen, das ist auf Langeneß und auf Hoge. Mhm. Und wir haben auch einen kleinen Kindergarten. Wow. Ja, dieser Kindergarten ist jetzt eine Kinderpflegestelle oder wie auch immer. Früher war es ein Kindergarten. Und es gibt ja diese Betreuungspflicht, dass jede Gemeinde das vorhalten muss. Wir haben eigentlich als Gemeinden, macht es auch manchmal ein bisschen schwierig, einfach so alles das, was wir in großen Gemeinden auch haben, bloß alles in ganz Lütt. Mhm. Wir haben natürlich auch eine Feuerwehr und so weiter. Und wir haben einen Kindergarten, wir haben eine Schule, wir haben eine Krankenstation. Und das muss alles vorgehalten werden. Das sind natürlich extrem hohe Kosten dadurch. Was fehlt denn auf der Hallig? Wenn jetzt jemand mit einer innovativen Idee käme, hätte der einen Platz auf der Hallig? Also es fehlt die Kreativität. Es fehlen die Leute, die wirklich so kreativ sind. Mhm. Und also man könnte sagen, es fehlt dieses kreative Klima. Dabei, ey, das ist so ein kreatives Klima, in dem du lebst, Matthias. Dieser Himmel, dieses Meer, diese Landschaft, da kann man doch so kreativ werden. Ja, das kann man, aber es gibt hier so einen Widerspruch. Einfach die Gäste kommen hierher und genießen diese Weite, aber die Menschen leben auf diesen Warften. Und das ist sehr eng. Okay. Mhm. Und ich würde mir manchmal mehr diesen Weitblick, den es früher mehr gab, würde ich mir mehr wünschen. Also mit einem kreativen Konzept, wobei davon kann man nicht wirklich leben, nur während der Saison. So Selbstfindung, Achtsamkeit, diese ganze Nummer. Sowas läuft ja auf Sylt total gut, das boomt. Ja, das könnte hier laufen, wenn es die nötigen Räumlichkeiten dafür so geben würde. Also das ist aber ein anderes Klientel. Mhm. Und ich finde auch in Ordnung, dass die auf Sylt sind. Will man gar nicht mit konkurrieren, denn bestimmte Dinge werden hier gar nicht erfüllt. Dann soll jede Insel ihr eigenes Klientel eigentlich auch dann haben.
Wir haben hier jetzt jemanden, der neu dazugezogen ist, der sehr kreativ ist, der sehr viele Ideen hat. Hier zum Beispiel, na, ich will ihm seine Geschäftsidee nicht jetzt schon verraten, aber der wird erstmal sich ein bisschen die Hörner abstoßen müssen, glaube ich. Der wird sehr kritisch beäugt, weil sehr sowas hat sie ja noch nie gegeben, oder? Das kann ich mir wohl denken, ja, was wohl du? Genau. Welche Rolle spielt eigentlich Neid auf der Hallig? Spielt das eine Rolle? Das kann man ja nur spekulativ beantworten. also nicht so dieser Neid, wie man das so kennt. Wenn ich jetzt so ein Auto habe, muss ich auch so ein Auto haben. Eigentlich nicht, weil hier so Statussymbole nur begrenzt sind. Also so offensichtlich, wie man das so vom Festland kommt, aufgrund von materiellen Dingen, nicht. Wie lange ist es eigentlich her, dass du auf die Hallig gezogen bist? Also ganz fest, ich komme seit 76 auf die Hallig, aber ganz fest hierher gezogen bin ich 2000. Was war für dich damals die größte Überraschung? Was hattest du nicht so erwartet? Mich. Was die Hallig mit dir macht. Ja, was sie mir gezeigt hat. Ich war immer jemand, der sehr, oder bin ich immer noch, sehr strukturiert war, wenn ich was erledigen wollte. Und ich musste einfach so erkennen, dass die Natur hier doch eine ganze Menge vorgibt. Und das haben mir die alten Leute am Anleger schon immer deutlich gemacht und gesagt haben, die Natur gibt hier noch den Takt vor. Wann die Fähre fährt, wann ich fahren kann, wie das ist. Und das einfach so, wenn jemand etwas geplant hat, ich will aber dann das und das machen, dass man immer wieder seinen Plan umschmeißen muss, das musst du jetzt mal lernen. Dass die Natur da ganz oft den Rhythmus vorgibt und du mit deiner Planerei dann alt aussiehst. Ja, und es gibt natürlich eine ganze Menge mehr, was man einfach dann im Laufe der Zeit einfach so mitbekommt. Einfach, das ist das Halligwissen, wie etwas funktioniert, wie etwas tickt. Dass das anders tickt hier als auf dem Festland. Da gibt es eine Menge mehr, was man einfach so lernt und verinnerlicht. Und ganz ehrlich, das ist so kaum mehr jetzt, auch weil wir viel Zuzüge hatten. Das gibt gar nicht mehr so wahnsinnig viel, die dieses alte Halligwissen einfach noch so haben. Wie zum Beispiel auch die Kenntnis alleine schon über Aufwaftung, wie so etwas funktioniert. Wenn die letzte Sturmflut 20 Jahre ist, woher sollen denn die Leute wissen, einfach wie eine richtige schwere Sturmflut aussieht? Mhm. Dass man wirklich vorsorgen muss, dass man wirklich, jetzt hatten wir ja gerade wieder eine, die war genauso hoch wie der Xaver. Mhm. Die ist erstaunlich hochgekommen, was überhaupt gar nicht so vorhergesagt war. Dann werden die Leute immer wieder wach. Und das gucken sie einfach mal, oh, wie ist das Wasser hochgekommen? Oh, was ist da auf einmal für eine Gefahr? Das wissen die Älteren und die sagen, wir müssen aufpassen, wir müssen jetzt etwas machen. Das wissen die Neueren, neu hergezogenen ja gar nicht so in dem Ausmaß. Na, können sie ja auch nicht. Woher sollen sie das auch wissen? Dass, einfach nur eine Feststellung. Ja. Gerade wenn du vom Festland kommst und überhaupt erstmal das Leben mit Landunter kennenlernen musst und dann da die Unterschiede zu erkennen. Ja. Unterschiede in der Heftigkeit, das habt ihr alle, wenn du seit 1976 auf die Hallig kommst, dann hast du ja schon, weiß nicht wie viele Landunter erlebt und kannst durchaus Unterschiede sehen und auch deine Entwicklung feststellen. Ja, und man macht wirklich auch Erfahrungen, wie das Bauen hier auf der Hallig ist zum Beispiel ein wirklich anderes, was oftmals so die Bauverwaltung in Husum überhaupt gar nicht so realisiert hat. Aber wir haben eine ganz andere Windklassen. Wir haben hier, wenn hier ein Sturm, hier ist ja kein Schutz, nichts. Hier ist kein Haus vor einem, sondern man kriegt es aber richtig gleich auf die Mütze. Und das ist schon anders. Und da muss man auch dementsprechend einfach beim Bauen einfach so sehen. Und das sind alles so Sachen, die Leute, die hier neu herkommen, ja gar nicht so wissen können. Aber wo kann man denn dieses Halligwissen kriegen? Schreibst du ein Buch darüber? Nee. Das bleibt dein Insider-Wissen. Ja, Matthias. Es sei denn, wir reden darüber. Matthias, sag mir all dein Halligwissen. Die nächste Podcast. Okay, wir machen weitere Podcast-Folgen. Wir machen vielleicht einen eigenen Hallig-Podcast. Ja. Ja, okay. Was empfiehlst du denn jetzt der Frau, die mir geschrieben hat?
Wie soll sie vorgehen? Oh, wow. Naja, erstmal, also wenn sie nach Hoge käme, hätte ich gesagt, kann sie gerne sich bei mir melden. Oder sollte sich bei der Bürgermeisterin melden oder wie auch immer. Ja. Also direkt die Kontaktaufnahme. Ja. Vorstellungen abgleichen mit dem, was man selbst mitbringt. Werden die Berufe eigentlich dort gebraucht? Mhm. Bin ich eventuell selbstständig? Dann brauche ich ja mich um Beruf nicht zu kümmern. Dann muss ich mich um Wohnraum kümmern. Das ist wirklich von Fall zu Fall, ich habe es immer so gehandhabt, ist von Fall zu Fall sehr unterschiedlich. Und es bedarf eigentlich einer individuelleren Betreuung auch, was das angeht. Es ist komplex. Das ist, glaube ich, jetzt in dieser Podcast-Folge deutlich geworden. Und dann muss sie einfach jetzt, vielleicht ist sie ja schon einen Schritt weiter, nachdem sie unserem Gespräch gelauscht hat. Und sonst kann sie sich ja melden bei dir. Zum Beispiel. Ne? Danke, dass du uns mit auf die Hallig genommen hast. Gerne. Ist immer ein Vergnügen. Und wie denkt ihr darüber? Wollt ihr auf eine Hallig ziehen oder auf eine Insel? Ganz schön spannend, was Matthias Piepgras alles erzählt hat. Das war's schon wieder für heute. Wenn ihr noch mehr Lust auf Meer habt und auf Abenteuer, dann hört gerne in meinen Arvid Fuchs Podcast rein, Expedition Ocean Change mit Arvid Fuchs. Im Juni startet Arvid Fuchs ab Island zur nächsten Expedition und jetzt zur Zeit nehmen wir uns die Ruhe, um seine alten Expeditionen durchzusprechen. Arvid ist zu Fuß zum Nordpol gelaufen, zu Fuß zum Südpol gelaufen und er war auf den Spuren von Sir Ernest Shackleton unterwegs in der Antarktis. Das sind total spannende Podcast-Folgen, in denen Arvid von dieser Expedition erzählt, von den Anstrengungen, aber auch von Situationen, an denen er mehr als an seine Grenzen gekommen ist. Und dann freue ich mich über eine gute Bewertung für diesen Podcast auf Apple Podcasts oder Spotify. Und erst recht freue ich mich, wenn ihr nächste Woche wieder dabei seid. Und dann gehen wir wieder zusammen ans Meer. Und bis dahin, passt gut auf euch auf.